Die News der Woche Nummer 40 2022. Zwei wichtige Informationen und nur zwei Schläge zum Anstich diesjährige Michaelis herbei. Am Samstag hat nach 2 Jahren die Michaelis Kirchweih in Fürth wieder gestartet. Mit nur zwei Schläden hat Oberbürgermeister Thomas Jun die Kirchweih eröffnet. Am Abend gab es noch ein großes Feuerwerk. Die Bilder und Videos werde ich euch nächste Woche in einer Woche senden. Den Beitrag. Und die Kirchweih ist bis zum 16.10. in Fürth noch. Schaut gerne vorbei. Am 31.10.2022 ist Nico und auf jeden Fall ich live auf Twitch unterwegs einen Halloween-Livestream zu starten. Uhrzeiten sind aktuell noch nicht wirklich bekannt, aber ich sag mal so, ich glaube 17 Uhr, 18 Uhr ist Beginn. Und dann wird auf jeden Fall bis 1 Uhr gestreamt. Daher, ja, bis dahin wird dann ich da sein. Nico wird dann ein paar Stunden vorher schon weg sein. Was wir genau spielen werden, bekommt ihr im Laufe dem nächsten Trailer, der bald rauskommen wird. Lasst euch überraschen. Und ja, noch eine weitere wichtige Information an euch alle. Ich werde Oktober relativ wenig aktiv sein auf Twitch. Nico wird größtenteils streamen. Und aber Videos und Co. werden weiterhin weiterkommen, weil ich aber relativ viele Termine habe, die ich im Oktober und Aufnahmetermine werde ich relativ wenig zu sehen sein, außer das, was zu sehen sein wird. Wenig Zeit, muss ein paar Sachen erledigen, habe Termine, die relativ wichtig sind und ja, und deswegen bin ich relativ nicht so viel da. Ja, heute oder ja, an dem Tag, wo nächste Woche kommt, bin ich ja beim Maustüröffner-Tag. Da bekommt ihr in einer Woche den Beitrag, wie es für mich genau war. Und damit wünsche ich euch eine schöne, gute Woche und damit auch einen schönen 3. Oktober, Tag der Deutschen, schönen 3. Oktober und damit sage ich schönen Tag, mach gut, bleib gesund, bye bye, ciao.